bisschen aufgeregt. Hallo, danke sehr. Ausgesprochen sympathischer Empfang, muss ich schon wirklich sagen. Alles für mich der Applaus? Nein. Nein, das habe ich gar nicht verdient. Danke, morgen um 11, tolle Zeit, ne? Da kann man mal miteinander reden. Schön, dass ihr da seid. Schönen Gruß an Sie zu Hause. Gut, dass Sie bei uns sind und mit uns sprechen wollen über ein Thema. Weiß gar nicht, ob Sie der Meinung sind, aber gucken Sie und hören Sie einfach mal, was passiert in dieser Sendung. Ausländer sind die besseren Männer, haben wir die Sendung genannt. Welche Frau kann sich nämlich dem feurigen Charme eines Südländers entziehen? Aber was ist im Alltag? Entpuppt sich der leidenschaftliche Romeo irgendwann als typischer Macho? Oder doch, ist er doch der liebende Familienvater? Sind deutsche Männer wirklich graue Langweiler? Mein erster Gast auf jeden Fall hat da eindeutige Erfahrungen gemacht. Ich begrüße sehr herzlich Kerstin Holze. Kerstin, sind Ausländer die besseren Männer? Auf jeden Fall. Also ich bin mit einem Italiener seit 5 Jahren zusammen. Wir haben eine Tochter, die ist 10 Monate alt. Und ich muss sagen, also sie sind familienbewusster, sie sind gefühlvoller, romantischer und ich kann mit meinem Freund über alles reden. Also sie sind schlichtweg einfach die besseren Männer. Aha. Neben dir sitzt eine Dame, die sieht das alles etwas anders. Wir begrüßen Florbella Ferreira. Herzlich willkommen. Florbella, ist das richtig ausgesprochen? Ja, Florbella, du bist in Portugal geboren, du bist aber in Deutschland aufgewachsen. Welcher Typ Mann ist dir denn am liebsten? Ich bin mit 17 mit einem Portugiesen verheiratet worden und ich kann deine Meinung überhaupt nicht teilen. Das war der Horror. Es war einfach nur ätzend. Echt, tut mir leid. Ich kann diese Mentalität nicht verkraften. Zwei junge Damen, zwei völlig unterschiedliche Meinungen. Bleiben Sie einfach bei uns. Es wird noch eine Menge passieren in dieser Sendung. Bis gleich. Gefühlvoll. Das merke ich schon allein, wenn wir uns küssen, ein Kuss von einem Italiener und einem Deutschen, das ist wie Tag und Nacht. Die Lösung dieser Ehe, war das ganz unproblematisch oder bist du da richtig in so einen Strudel rein mit Beschimpfungen und war grässlich? Natürlich, also ich war die treulose Frau, die Schlampe. Star Trek 6. Wir bringen euch in das unentdeckte Land. Star Trek 6. Ein Zwischenfall. Sollen wir das melden, Sir? Machen Sie bitte. Heute um 8 hier in Sat 1. Bei uns in der Firma tobt voll der Generationskrieg. Die Alten machen keinen Platz für die Jüngeren. Die einen wollen Karriere machen und die anderen noch nicht in Rente. Und mit was für Mitteln da gekämpft wird, erfahren Sie heute bei Vera am Mittag um 12. Sie sind familienbewusster, sie sind gefühlvoller, romantischer und ich kann mit meinem Freund über alles reden. Also sie sind schlichtweg einfach die besseren Männer. Ich bin mit 17 mit einem Portugiesen verheiratet worden und ich kann deine Meinung überhaupt nicht teilen. Das war der Horror. Es war einfach nur ätzend. Herzlich willkommen zurück. Schneller als man dachte, ne? Kerstin, hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit deutschen Männern oder warum sagst du, Ausländer sind die besseren Männer? Ja, durch meine Erfahrung mit meinem Ex-Freund. Also bei Deutschen ist es doch immer so, dass die Karriere im Vordergrund steht. Also ich bin Arzthelferin von Beruf. Arzthelferin wurde nie angesprochen unter Freunden. Abiturienten waren immer alle zusammen. Das war natürlich ganz toll, weil alle BWL studieren, weil es ja jeder Zweite macht. Jetzt geht Geld, BWL, bitte. Das auch mal gemacht. Ja, so ungefähr. Geld ist sehr wichtig. Obwohl keins da war, aber eben dieses Geltungsbedürfnis, ich bin der Beste. Wenn ich zum Beispiel meine schlechte Phase hatte, wo meine Haut auch nicht so gut war, hat es geheißen, ich gehe am Wochenende alleine fort, weil man muss ja schon als Freundin gut aussehen. Und das sind eben meine Erfahrungen, die Das sind keine guten Erfahrungen, zugegeben. Aber wie kommst du darauf, dass das mit einem Ausländer alles besser ist? Kurz zur Definition Ausländer. Also wir meinen jetzt Ausländer, Menschen, die nicht deutsch sind, sozusagen. Ja? Also weil wir sind ja auch Ausländer, fast überall auf der Welt.
nur einfach, damit das nichts Rassistisches kriegt, sowas ist überhaupt nicht gemeint. Nee, nee. Warum glaubst du also, dass bei Ausländern das nicht so ist? Ja, da ich, wie gesagt, mit meinem Freund 5 Jahre zusammen bin, wir haben eine Tochter zusammen, wir reden über alles, er macht genauso den Haushalt, also es ist nicht so das Vorurteil, dass Italiener Machos sind und nichts machen, das ist also gar nicht so, er tut auch Staubsaugen oder auch mal aufräumen, alles Mögliche, er ist gefühlvoll. Das merke ich schon allein, wenn wir uns küssen, ein Kuss von einem Italiener und einem Deutschen, das ist wie Tag und Nacht. Was hast du gesagt? Doch, du hast was gesagt. Ja, ist doch kein Problem, wir können ja offen miteinander... Meinung, es könnte vielleicht sein, dass sie die Deutschen, die sie gehabt hat, vielleicht war das alles Luschen. Ja. Und jetzt hat sie bei ihrem, ich weiß gar nicht, was hat sie gesagt? Italiener, gerade jetzt mal einen Top-Man rausgegriffen. Das hätte andersrum genauso kommen können, oder? Ja. Hey, wollen wir uns das bieten lassen, wir beiden Deutschen, dass wir uns sagen lassen, dass wir nicht küssen können? Auf keinen Fall. Das wollen wir nicht durchlassen, ne? Ja, ich muss ja mal noch dazu sagen, also ich möchte jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass Deutsche alle schlecht sind, da mein Vater selber Deutsch ist und ich glaube, der wird mir das sehr übel nehmen, wenn ich jetzt nur die Ausländer hier als ganz toll hinstelle, weil mein Vater war seit ich auch noch keinen Freund hatte, immer der beste Mann, den es überhaupt gibt. Ich muss eine Frage stellen, weil ich darum gebeten worden bin. Es interessiert mich nicht wirklich, aber ich stelle die Frage einfach mal. Wie ist es mit Dingen, die weitergehen als Kuss? Ja. Toll, andere Erotik, anderes Knistern? Viel gefühlvoller. Und man geht auch drauf ein, also zumindest mein Freund, ich kann jetzt ja wie gesagt nur von meinem Freund reden, von meiner Erfahrung, und er geht auf mich ein, egal wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, dann ist das in Ordnung, oder ich sage, ich möchte es, ist auch in Ordnung. Wie ist denn das im alltäglichen Leben? Also ich meine, da gibt es doch noch ein paar mehr Sachen, die wichtig sind als Küsse. Also es ist schön, dass man hier küssen kann, aber warum küssen den Mann habe ich nicht alles? Es ist ja wie gesagt, das ist nur eins angesprochen. Hm. Ich sage ja, er macht alles. Er ist sich nicht so bequem, er tut zu Hause Dinge machen, er arbeitet jeden Tag. Und das ist für mich eben so, wie gesagt, mein Ex-Freund, er studiert jetzt. Ist er hier aufgewachsen auch? Er ist deutsch. Also auch mein schon Ex-Freund, sehr deutsch. Er ist hier geboren, dann er ist in Stuttgart geboren, er lebt hier. Er gilt in Italien genauso als Ausländer, wie er hier ist. Also, bitte? Moment, mit dem Mikrofon ist es so, dass wir nicht nur deine Mundbewegung sehen, sondern auch noch hören, was du sagst. Ich sagte ja, dann hat er die Mentalität ja vom Deutschen und nicht vom Italiener. Also dann kann sie ja nicht sagen, sie liebt die Ausländer mehr. Ich möchte jemanden erleben, der mit einem Ausländer verheiratet ist. Hier in Deutschland ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und sie zieht mit ihnen ins Ausland und dann läuft das nämlich ganz anders. Dann läuft das nämlich wirklich ganz anders. Ja, und dann wärst du nämlich die richtige... Mentalität von deinem Mann kennenlernen. Also ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, ich habe nicht nur einen Freund gehabt, ich bin jetzt auch immerhin schon 23. Ich habe auch schon einen Italiener gehabt und da habe ich ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Hast du denn, Cassi, nie so Vorurteile gehabt, so ein bisschen? So Mafia, Blutrache, was weiß ich, also ich kenne mich bei Italienern sehr gut aus. Wie gesagt, ich habe schon einen Italiener als Freund gehabt, da war das ganz umgekehrt. Da ist auch weiter wie nur, wenn wir uns gestritten haben, bei Wortspielen geblieben. Aha. Das kenne ich genauso gut. Und ich darf nicht sagen, nur weil er hier in Deutschland aufgewachsen ist, ist er Deutsch, er ist Italiener. Seine Eltern sind Vollblut-Italiener, wenn man so will. Sie leben hier und ich bin auch oft in Italien. Wir haben italienische Freunde. Ich sehe auch, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir erzählt hat, na, ich schlage meine Frau und ich gehe fremd und so. Das sind meine persönlichen Erfahrungen und ich kenne das nicht. Ist ja auch alles in Ordnung. Nur 2, 3 Fragen noch in aller Kürze. Deine Eltern haben keine Bedenken gehabt gegen die Beziehung? Sie haben beim ersten Mal gleich sympathisch gefunden. Und die Eltern deines Freundes, warst du da sofort akzeptiert? Akzeptiert, ja, aber das Problem war am Anfang für mich ganz arg, er ist ein arger Mutter-Sohn. Mhm. Also das ist bei Italienern wohl auch so, dass eben die Mutter und der Sohn, das ist alles. Und da hatte ich am Anfang natürlich schon meine Probleme damit, aber in der Zwischenzeit ist das alles wunderbar. Okay, und jetzt reden wir mit der Dame mit dem typisch deutschen Namen Florbella Ferrera. Ja. Florbella, heißt das schöne Blume? Ja, das heißt. Schöne Blume. Hast du die? Schöne Blume. Fühlst du dich als Deutsche? Ich habe, glaube ich, 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. Super. Portugiesisch und Deutsch, ja. Und meine Erfahrung ist nun wieder genau die andere.
Ich habe mit 17 Jahren das Glück gehabt, einen Portugiesen zu heiraten. Meine Eltern wollten das so, die sind sehr religiös. Das mit dem Glück gewesen. Meinst du allerdings ein bisschen zynisch, oder? Ach, natürlich, okay, ja, allerdings. Ja. Weil das lief ganz anders. Also wir mussten in Portugal heiraten, er war das Muttersöhnchen. Ich war sozusagen die kleine Mutter. Ich hatte mit 17 meine Ausbildung zwar noch zu tun, aber musste alles machen, Haushalt, kochen, am besten gleich Kinder kriegen und das mit 17. Und es wird auch nicht darüber nachgedacht, also, dass du gesagt hast, familiär und so, sicher familiär, aber er hat dich anders. Als Frau gar nicht besonders respektiert. Er hat gedacht, jetzt ist das im grünen Bereich alles, Wiedersehen, tschüss. Genau, auf jeden Fall. Würdest du im Umgekehrten, also in der Umkehrung unseres Sendetitels sagen, die Deutschen sind die besseren Männer? Ich habe einen deutschen Freund und ich habe nach dieser, nach meiner Scheidung nur noch deutsche Freunde gehabt und ich bin eigentlich ganz glücklich damit. Ja? Also ich fühle mich respektiert, ich fühle mich anerkannt, ich kann meine eigenen Sachen machen. Können wir auch küssen? Ja, ihr könnt es. Auch das. Okay. Ja, aber es ist nicht nur so wichtig, das Küssen. Ne? Ja, ganz. Ach so, das Küssen war dir persönlich ja gar nicht so wichtig. Die Lösung dieser Ehe, war das ganz unproblematisch oder bist du da richtig in so einen Strudel rein mit Beschimpfungen und war grässlich? Natürlich. Also ich war die treulose Frau, die Schlampe, die ihren Mann sitzen lassen hat. Also ich durfte einfach keine eigene Meinung haben. Ich war einfach nicht mehr angesagt. Und somit auch die ganze Familie, also Familie hin, Familie her, aber in dem Moment war sie nicht für mich da. Ja. Also du hast gesagt, Latin Lover, schön und gut, aber ich brauche jemanden, der mich respektiert, der mich anerkennt. Der mich fordert, der mich akzeptiert und respektiert. Ich stimme total mit dir zu. Ich komme aus Brasilien und da ich meine, so ich war nie anerkannt worden und so als emanzipierte Frau ist das sehr, sehr, sehr schlecht. So diese Macho-Mentalität und dort. So. Ja, dort in Brasilien. Und hier ist es besser? Ja, viel, viel besser. Du hast einen deutschen Mann? Ja, ich habe einen deutschen Mann und wir bekommen jetzt ein Baby. Ich glaube auch. Ich meine, so diese Familiengefühl, das hat er auch, das spielt keine Rolle, als so, weil er Deutsch ist oder nicht. Ja. Und er ist Student und so, er macht auch seine Karriere, aber so nebenbei, er liebt mich und ich fühle mich. Na, ich würde sagen, er liebt dich und nebenbei macht er Karriere, ja, oder? Ja, auch, aber. Genau. Okay, du fühlst dich wohl mit deinem Mann. Natürlich. Alles Gute für euch beide und oder für euch drei kann man ja schon fast Vielen sagen. Dank. Ja, alles Gute. Deiner? Kerstin. Kerstin, du musst uns deinen Wunderknaben noch ein bisschen beschreiben. Der ist ja nun wirklich ein ganz toller. Donato heißt er. Donato, ja. Das finde ich ja an sich schon einen tollen Namen. Erzähl uns einfach so, was macht ihn so besonders? Also er küsst, er ist gefühlvoll, er wäscht ab, das haben wir schon gehört. Er macht alles. Wir reden über jedes Thema und er ist mit meinen Eltern ganz toll und das ist, er geht ja nicht nur ums Küssen. Und ich sage jetzt auch, ich habe halt nur die Erfahrung jetzt mit ihm gemacht und es ist nun mal ein Italiener und ich sage ja nicht, dass jetzt Deutsche das nicht können oder dass die schlechter sind oder so, aber ich kann nur meine Erfahrungen hier weitergeben. Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, Deutsche können es nicht, weil mein Vater kann es bestimmt, also ganz von dem abgesehen. Aber ich denke einfach mal, für einen Italiener dieses Vorurteil, dass man immer sagt, Italiener sind Machos und die unterdrücken ihre Frauen, Frauen dürfen nichts machen, dem muss ich wirklich dagegen stimmen, weil das ist nicht so. Und ich denke, wenn du die Erfahrung mit einem Portugiesen gemacht hast, das ist schlimm. Wie gesagt, ich kenne auch Andres, ich habe auch schon schlimme Erfahrungen gemacht. Aber ich denke mal, das kann man nicht personifizieren und sagen, alle Portugiesen sind so. Oder weil du jetzt einen deutschen Freund hast, Deutsche sind toll. Ich denke mal, dass wirklich jeder Mann seinen eigenen Charakter hat. Und das kann Deutscher sein, das kann ein Türke sein, das ist ganz egal. Meine andere Frage, wie ist das mit dem Ausgehen? Jetzt habt ihr eine 10 Monate alte Tochter, war das, ne? Gehst du auch mal alleine aus? Ich gehe alleine weg, er geht alleine, er passt auf das Kind auf. Ich gehe alleine weg, er geht alleine weg oder wir gehen zusammen dann natürlich auch fort und das Kind kommt zu Schwiegereltern. Das ist bei uns kein Thema, er hat mir noch nie verboten. Super, ich darf Mini-Röcke anziehen, ich darf nicht schwingen. Sag du mir als Unbeteiligter mal eine Sache. Würdest du den Typ nicht auch gerne mal kennenlernen, den sie da beschreibt? Ja. Ja? Ja. Du bist es doch, oder? Ja. Ja? Donato, herzlich willkommen. Ja? Unser italienischer Freund. Er hat Mel Gibson und Brad Pitt und Mickey Rourke und Tom Cruise und einen Schuss Adriano. Steh mal auf, die wollen ihn mal sehen. Das ist er. Hey. Donato.
Renato Muschella. Muschella? Muschella. Muschella. Oh, Entschuldigung, ich bin, kann nicht nur kein Schwedisch, ich kann auch kein Italienisch. Ja. Muschella, Donato Muschella. Mhm. Wunderbar. Du bist also dieser Typ, der alles macht. Ja. Was macht denn deine Frau noch? Ja. Nee, wir teilen uns die Arbeit. Ja. Wir teilen uns die das Arbeit. Ist ja, das ist ja auch sehr partnerschaftlich und wir wollen das jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Ich finde das an sich ja super, dass ihr euch so blendend versteht. Findest du auch, dass Ausländer die besseren Männer sind? Ja, die Leute, die ich kenne, die Deutschen, die wo ich kenne, gegenüber die bin ich besser. Ah? Ja. Wieso? Die, wo ich kenne. Ja, die, wo ich kenne. Du kommst aus der Gegend, wo Jürgen Klinsmann auch zu Hause ist, oder? Ja. Okay. Ja, den kenne ich nicht. Nicht? Nee, nee. Ja, das ist der Klinsi. Mhm. Das ist sowas wie Rizzitelli. Ja, den kenne ich auch Ravanelli. Nicht. Den kenne ich auch okay, nicht. Okay, egal. Ich habe auch vom Fußball keine Ahnung. Lass uns über nicht. Männer reden. Du glaubst also wirklich, dass du besser bist als die. Warum? Was ist besser an dir? Ich habe, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Ich habe mehr Familiensinn. Ich kümmere mich mehr um meine Familie. Mhm. Wie schon angesprochen, ich habe eine kleine Tochter. Mhm. Und die kleine Tochter ist für mich alles. Also in meinem Alter. Ich bin 23 und wenn man es so sieht, in meinem Alter schon ein bisschen früh. Ja. Und auf das Thema wieder zurückzukommen, wenn ich meine deutschen Freunde, die wo ich kenne, sage, ich habe eine Tochter, 10 Monate alt und so weiter und so weiter. Die sagen, was? Mit 23, eine Tochter? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ah. Du spinnst doch. Hast du dir bewusst eine deutsche Frau ausgesucht oder hättest du auch gerne eine Italienerin vielleicht gehabt? Nee, Italienerin nicht. Also, warum? Da kann man zugucken, wie sie in die Breite gehen, wenn man mit denen zusammen ist. Also er hat schon mit bedacht? Ja, nee, das ist so. Also meine italienischen Freunde mit ihren italienischen Mädchen, also sobald die mal fest zusammen sind, dann ist es vorbei. Dann bist du ja doch ganz schön eingedeutscht dann doch, ne? Oder nicht? Dann bist du ja doch eingedeutscht irgendwo, wenn du mit dem italienischen... Nö, ich bin Italiener, ich habe einen italienischen Pass. Ja, da bin ich auch stolz drauf. Ja, ja, klar, aber wenn du sagst, du willst keine italienische Frau... Ich bin sofort da. Aha, hör auf. Also, die Italienerinnen gehen in die Breite, das ist ja harter Tobak, Mensch, also, das habe ich ja selten gehört. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Was gibt's? Also, Johannes, ich muss dazu sagen... Erstmal Glückwunsch zur Krawatte, die gefällt mir gut. Dankeschön. Deutsche Männer, habe ich so eben verstanden, kümmern sich nicht um ihre Kinder und auch nicht um ihre Kleinstkinder. Können aber doch küssen. Und verbieten ihren Frauen Miniröcke zu tragen, also ich finde es also... Moment mal, das hat gar niemand gesagt. Juno, das hast du doch eben gesagt. Ich habe dein Mann gesagt, erlaubt dir, Minirock zu tragen. Das, ja, also, ich das ist für mich gar kein Argument, wenn Italiener zu heiraten. Entschuldige, bitte. Ja, Moment mal, aber es ist ja so, dass das Vorurteil doch hier grassiert oder auch, wenn man es oft hört, wie Italiener sind. Ich möchte nur mal das Bild vermitteln, dass Italiener eben nicht so sind, dass ich eben vieles machen darf, dass ich rausgehen darf. Und es ist eben bei den meisten Deutschen eben der Gedanke, oh, die darf bestimmt nicht rausgehen. Es ist genauso, wenn ich mal am Wochenende nicht rausgehe, dann sagt meine deutsche Freundin zu mir, ah, darfst du nicht rausgehen, dein Italiener hat es dir verboten. Und das ist nicht so. Und ich habe nicht gesagt, dass das Deutsche nicht machen. Die Kerstin hat im Grunde genommen eine völlig normale Beziehung, wenn ich das mal als Hobbypsychologe analysieren darf. Sie will nur ein bisschen aufräumen mit Vorurteilen. Richtig. Aber wir lassen natürlich nicht zu, dass neue Vorurteile entstehen. Es wurde vorhin noch ein Satz erwähnt von Kerstin, der Übergriff, dass deutsche Männer ihre Frauen schlagen. Also da muss ich als Beispiel, ja. Ja, das ist aber ein schlecht gewähltes Beispiel. Also muss ich ganz dagegen einschreiten. Ich habe gesagt, dass es genauso, es gibt überall, egal welche Nationalität, Männer, die schlecht sind und Männer, die gut sind. Du bist jetzt 23 und du hast jetzt das Kind. Was ist, wenn du irgendwie dich weiterentwickelst und in 3 Jahren sagst du, eigentlich möchte ich jetzt nochmal eine Schule besuchen, ich möchte einfach nochmal irgendwie es nochmal wissen. Weil so ein Alltag, ich habe 2 ältere Schwestern, die haben auch Kinder und so und die wollen jetzt auch nochmal raus. Wie ist das, wie glaubst du, würde er reagieren? Weil da würde ja auch noch mehr Arbeitsteilung auf ihn zukommen. Ich sehe darin gar kein Problem. Also wenn ich mich weiterbilden will, ist das auch kein Problem. Also ich weiß nicht, warum das jetzt da hochgespielt wird. Ich wette 100 Mark, dass durch diese Tür jetzt Metin Aktay reinkommt. Herzlich willkommen, Metin. Metin, du bist sowas wie ein, na, kann man das sagen, in Deutschland geborener Ausländer? Ja. Du bist Türke? Ja. Fühlt sich aber irgendwie auch als Deutscher. Ja. Glaubst du, dass die Deutschen die schlechteren Männer sind? Also Ehemänner? Jein. Jein. Danke für diese klare Antwort. Schön, dass du da bist. Gut, dass wir mal drüber reden konnten.
Was haben denn deutsche Männer nicht, was ein guter Mann haben müsste? Familie. Respekt. Respekt vor der Frau. Ja. Weil ich bin 24 Jahre alt, ich bin mit meinem 8. Lebensjahr bis zu meinem 22. Lebensjahr war ich nur mit Deutschen zusammen. Ja. Ich habe die deutsche Familie kennengelernt, die Leute, überhaupt auch die Frauen. Ja. Und ich meine, man hört ja auch, dass ich sehr gut Deutsch rede, ja, dass ich besser kann wie Türkisch. Ja. Und die deutschen Männer, finde ich, die haben keinen Respekt vor der Frau. Alleine, weil es gibt viele, wo ich kenne, wo daheim hocken, sich die Birne vollhauen. Menschen wie ich. Also, ja, kann ich nicht teilen, die Meinung, überhaupt nicht. Also, bitte, kein Respekt vor der Frau. Also, ich merke gerade, dass ich mit meinen deutschen Freunden gerade auch den Respekt irgendwo da gefunden habe. Was verstehst du denn unter Respekt? Respekt ist, wenn zum Beispiel die Frau sagt, aller steh auf und putz die Küche. Wenn der Mann aufsteht und putzt die Küche, dann zeigt er dem Mann, seiner Frau, den Respekt, wo er sagt, okay, Schatz, ich mach das, weil ich bin mit dir. Weißt du, was für mich Respekt ist? Wenn die das erst gar nicht sagen muss, sondern er es automatisch macht. Ja. Mädchen, du bist zusammen mit einer Deutschen? Nein? Nee, mit einer jugoslawischen Frau. Mit einer jugoslawischen Frau? Ja. Aha, die aber auch in Deutschland groß geworden ist? Ja. Also, das heißt, seid ihr eine Deutschbeziehung? Ja. Komisch im Grunde genommen, ne? Also, ja, so, Multikulti. Deine Eltern haben die Vorurteile gehabt dagegen? Ja, weil es keine Türken war. Eine Deutsche hätten sie auch nicht akzeptiert? Na, erst recht nicht. Ach, dann lieber eine Jugoslawin. Darf man Jugoslawin überhaupt noch ungestraft sagen? Heißen die nicht alle jetzt nicht Bosnier und Serben oder wie auch immer? Ich finde das eigentlich egal. Wir sind doch alles Menschen oder was. Und wenn man das jetzt hört, diesen Respekt den Frauen gegenüber oder was, das ist doch alles nur eine Sache der Religion. Der Religion? Ja, würde ich so sehen. Ne? Und natürlich aus dem Grund habe ich es jetzt die Türken, wenn du sagst, gegen eine Jugoslawin werden sie und gegen eine Deutsche auch. Dann ist das halt eine andere Religion. Also weil sie nicht muslimischen Glaubens ist. Ja. Oh ja, das. Wir sind doch alles Menschen und das ist doch egal. Und das wird immer bloß von der Religion abhängig gemacht. Jetzt muss ich da einmal durchsteigen oder hinten noch jemand. Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Es ist doch auch gerade so, dass bei euch das so ist, dass eigentlich die Frau immer 5 Meter hinter dem Mann geht. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass wir keinen Respekt vor unseren Frauen hätten. Mhm. Es ist wirklich so. Das der Mann geht vorne weg und eure Frauen gehen hinterher. Also jetzt, wenn es rein türkische Ehen sind. Das sieht man immer wieder. Das stimmt nicht. Also, das macht kein macht kein junger Mann. Nein, das ist so bei uns. Also, wenn eine türkische Frau auf die Welt kommt, dann wird sie von klein auf erzogen, dass der Mann das Sagen hat. Ja, siehst du. Ja, Moment, stopp. Das ist nur alleine die Erziehung. So. Ich will dich nicht unterbrechen, aber es ist für mich eine Freude, dass es mir gelungen ist. Bist du Deutsche? Ja. Ja? Möchtest du einen deutschen Mann heiraten oder egal? Ist egal. Ja, ich wünsche dir den Besten. Okay? Alles klar. Jetzt komme ich hier wieder nicht. Danke, ihr seid so lieb. Und dann begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Sabine Kleen. Hallo Sabine. Sabine, hast du ein bisschen was zu sagen zu dem Thema? Ja, klar. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Gleich nach der Werbung geht's los und demnächst wird bei uns das besprochen. Demnächst bei Kerner. Mein Mann will mich nicht verstehen. Rufen Sie jetzt an 01805 343475. Wenn ich in der Nachbarschaft bei uns rumschaue, die deutschen Männer, nach Feierabend hängen sie am Tresen oder sie haben irgendwo ein Mädchen. Aber ein deutscher Mann, wenn der mit einem Freund nach der Arbeit in die Kneipe geht, ja, da trinkt er nicht ein Bier, nicht zwei, nicht drei, sondern da gibt er sich vielleicht 17 Kotze und 18 Halbe und kommt besoffen heim. Neu und mörderisch gut. Der Mordsfilm in Sat 1. Ein gefährliches Spiel. Eine letzte Warnung. Eine verzweifelte Flucht. Ein entsetzlicher Mord. Unschuldig verbrannt. Samstag 20 Uhr. Der Mordsfilm. Neu in Sat 1. Findest du auch, dass Ausländer die besseren Männer sind? Ja, die Leute, die ich kenne, die Deutschen, die wo ich kenne, gegenüber die bin ich besser. Respekt ist, wenn zum Beispiel die Frau sagt, aller steh auf und putz die Küche. Wenn der Mann aufsteht und putz die Küche, dann zeigt er dem Mann,
zu einer Frau den Respekt, wo er sagt, okay, Schatz, ich mach das, weil ich weißt, was für mich bin Respekt nicht erst ist, dann, bitte. Wenn sie das erst gar nicht sagen muss, sondern er es automatisch macht. Ja. Hi. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Und dann reden wir also mit Sabine, die eine Deutsche ist. Man mag es bei diesem Vornamen kaum glauben. Die aber einen durchaus internationalen Freundeskreis hat, korrekt. Und deshalb auch einen reichen Erfahrungsschatz. Hast du auch einen Ausländer als Mann? Nein, ich habe einen deutschen Mann genommen. Ja, und da kannst du so... genommen, wie klingt denn das? Ich habe viele ausländische Freunde. Meine Mutter hat mich tolerant erzogen. Mhm. Ich bin so eine Generation, die noch sagen kann, dass sie... Geht offen aufeinander zu, redet miteinander. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast dir einen deutschen Mann genommen. Das klingt wie eine sehr bewusste Entscheidung. War es auch eine bewusste Entscheidung gegen einen ausländischen Mann? Nein, auf keinen Fall. Also das ist jetzt bei mir so, dass ich mit Ausländern zusammen gewesen bin. Mit Italienern aus der Karibik. Italiener aus der Karibik? Nein, Ach so. Ein Italiener. Na, gibt's alles. Zur Holländerin. Aus Curaçao und auch mit einem Türken war ich auch mal zusammen, befreundet. Und ich habe mich dann doch zum Schluss entschieden, einen deutschen Mann zu nehmen, weil ich von der Mentalität bzw. auch von den kulturellen Dingen, auch von den religiösen Dingen und auch was hier angesprochen worden ist mit den Familien, war das nicht so. Ich war eher toleranter als die ausländischen Familien gegen mir gegenüber. Ja. Das war ziemlich dann auch irgendwo ein bisschen merkwürdig, weil ich bin offen auf sie zugegangen. Und sie haben eine Deutsche doch mehr abgewehrt. Und aber es gab auch tolle Sachen in den Momenten, wo du mit den Italienern aus Curaçao zusammen warst. Und den Türken aus Bonaire und von Aruba und wo ihr alle schon wart. Ich habe gelernt, tolerant zu sein, zu respektieren, zu achten. Ja. Das habe ich gelernt. Haben die Südländer denn irgendwas, was die Deutschen nicht haben? Irgendeinen speziellen Augenaufschlag? Ja, haben wollen wir mal so sagen. Eins haben sie natürlich den deutschen Männern ein bisschen was voraus. Diesen gewissen Augenaufschlag, den Charme und auch dieses Umwerben. Also das weiß ich nicht. Teilweise. Weiß ich nicht. Also aber ich muss sagen, dass mein Mann jetzt da sich doch auch sehr viel Mühe gegeben hat. Ach, du meinst, ein Deutscher kann auch romantisch sein? Ja. Ein Segen, Mensch, ein Segen. Also, auf jeden Fall. Mein Freund ist total romantisch, ne? Ja? Er ist deutsch. Und wenn wir im Kino sitzen, da läuft bei ihm auch mal eine Träne. Oder ist auch total gefühlsvoll. Also, um Gottes Willen. Herzzerreißend, was du da erzählst. Ich bin doch nicht total gefühlskalt. Und nein, darum, ich meine ja, ich bin ja noch nicht zu Ende. Das ganz tolle an ihm ist auch, dass ich 3 Mädchen mitgebracht habe. Von mir und dass er mich geheiratet hat und dass er das alles so durchsteht, von wegen Familiensinn. Irgendeiner hat gesagt, deutsche Männer hätten keinen Familiensinn. Sind die 3 Mädchen von ihm? Nein. Eben nicht. Und das finde ich ganz super. Echt, ja? Also, du hattest 3 Mädels vorher und bist geschieden oder wie auch immer. Ja, und dann genau. Habt ihr. Ist der hier der Mann? Nee, der. Das ist das. Pferde. Du, weiter. Du bist das? Nein! Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Ha? Vielleicht mal einen neuen Rasenmäher? Nein, wusste ich nicht, ehrlich nicht. Super, bist ja ein richtig guter. Ha? Weltklasse. Und fühlt sich richtig wohl. Ja, super. Ja? Bist ein Romantiker? Doch, ja. Also sofern ist der Stress ein bisschen von der Arbeit noch zulässt, sag ich mal, weil was die eine Frau doch gesagt hat, sag ich mal, man muss arbeiten. Also ich meine, wer arbeitet nicht, ne? Ja. Es gibt leider so viele, die nicht arbeiten dürfen. Ja, okay, das ist richtig, aber das ist ja nicht ausschlaggebend, sag ich mal. Dein Gutteil, sag ich mal, arbeitet halt und so wie die andere auch eben. Ne? Muss man denn, Sabine, ein bestimmter Typ Frau sein, damit es mit einem ausländischen Mann klappt? Gute Frage. Vielen Dank. Danke für das Kompliment. Danke. Das war nicht meine Idee. Also, ich denke mir mal, das kommt auf viele Kriterien an. Ist er hier aufgewachsen? Kann er die deutsche Frau auch verstehen? Wir sind viel selbstbewusster erzogen von unseren Eltern her. Dass wir mehr Selbstbewusstsein bekommen haben und dass wir uns auch nicht gerne alles gefallen lassen. Wir möchten doch weiblich sein. Also wir sind nicht alles hier im Manzen, wir deutsche Frauen, sondern ich muss auch echt mal sagen, dass wir auch wahnsinnig weiblich sein können. Weil wir möchten auch unsere Meinung äußern und auch dazu stehen, was wir sind. Ja, würdest nicht du denn, und nicht schlechter. Ja, aber würdest du denn dann sagen, dass Kerstin eine ist, die sich zu sehr anpasst, die dem Donato, ist das korrekt? Donato,
Ich denke mal, wenn er hier alles recht machen will, den also Eindruck hatte ich eigentlich nicht, ne? Ich wollte sowieso, ich bin da jetzt ziemlich irgendwie, warum soll das jetzt mit einem Deutschen besser gehen oder warum ist das so, warum muss man denn überhaupt darüber reden, ob jetzt ein deutscher Mann besser ist wie ein Italiener oder ein Türke? Sind doch alle Männer, haben einen Charakter. Jeder ist verschieden. Nee, und nicht alle haben Charakter. Das stimmt nicht. Ja gut, nicht alle haben Charakter, aber ich denke doch mal, die meisten Männer. Und ich finde, in der Beziehung gehört das Reden auch dazu und sich gegenseitig verstehen. Und es gehört auch dazu, dass ich mich vielleicht auch mal, wenn ich in Italien bin, ein bisschen anpasse und er sich aber auch bei meinen Eltern anpasst. Und ich denke einfach, es kommt aufs Reden an. Und ich bin gewiss keine, die unterm Pantoffel steht oder sich was sagen lässt. Also ich glaube, wenn man sich liebt, dann ist es egal, was man ist. Also ist mir eigentlich egal. Völlig korrekt. Ja. Einfach weil, das würde mich herzwäschen technisch an den Rande bringen, deshalb übersetze ich das einfach. Wie ist das, wenn deine Frau in die Breite geht, fragt er? Bin ich schon. Das macht sie nicht, weil ich sie schon viel zu lange kenne. Also und, muss ich mal dazu sagen, ich bin in der... Also wir haben uns kennengelernt und ich war 45 Kilo schwer. Und ich bin in der Schwangerschaft fast auf 30 Kilo gekommen. Warum? Und in die Breite gegangen und ja. Ich bin auch gut, jetzt habe ich wieder etwas abgenommen, aber auch in der Schwangerschaft, also da, wenn ich jetzt dicker werden würde, da würde er auch genauso nichts sagen, also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ist so? Ja, aber davon habe ich ja was gekriegt, ja. Von der Schwangerschaft, von dem Gewicht zu Zunahme, ja. Da habe ich ja was bekommen dafür. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl, irgendwie. Nein, aber ist ja in Ordnung. Liebe ist eine tolle Sache, ja. Wenn es schlank bleibt. Ne? Ja. Gut, nein, ist ja in Ordnung, jedem seine Meinung. Also mein nächster Gast auf jeden Fall hat eine langjährige Beziehung mit einem Ausländer und wird ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern können. Die Dame heißt Jutta. Das an sich verrät noch nicht viel. Wenn ich aber sage Durbano mit Nachnamen, dann können Sie sich schon vorstellen, wohin die Reise geht. Jutta Durbano, herzlich willkommen. Jutta, schön, dass wir uns endlich kennenlernen, Mensch. Ja. Lange verheiratet mit einem? Italiener. Mit einem Italiener. Jemals bereut, einen Italiener geheiratet zu haben? Wie bitte? Hast du es jemals bereut, einen Italiener geheiratet zu haben? Nein. Nie? Nein, nie. Ich würde ihn jeder Zeit und Stunde wieder heiraten. Warum? Aus Liebe, aus Zuneigung, weil es einfach so toll ist? Er ist einmalig. Er ist zärtlich, aufmerksam, rücksichtsvoll. Die Familie geht über alles. Er ist einfach, so was gibt es nicht nochmal. Ja, da sei froh, dass du ihn hast. Was sagst du? Das sind die Deutschen auch. Also ja, eben, aber sie sagt ja nur, ihr Mann ist der Beste. Für mich ist mein Freund auch der beste Mann. Ja, aber das Thema der Sendung ist ja... Ja, nee, ganz klar. Ich hätte ja jetzt in der Umkehr auch gefragt, sind dann deutsche Männer automatisch lahm und langweilig und nicht zärtlich? Und hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Also meines Ermessens nach so, wenn ich in der Nachbarschaft bei uns rumschaue, die deutschen Männer, nach Feierabend hängen sie am Tresen oder sie haben irgendwo ein Mädchen. Nein. Oder sie sitzen im Puschenkino. Wo sitzen sie? Im? Puschenkino. Puschenkino, Pantoffelkino. Ja, richtig. Ach so, ja. Dose Bier auf dem Tisch und das war's dann. Aha. Haben Ausländer denn mehr Familiensinn? Jutta? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also für meinen Mann zählt die Familie alles. Ja. Wenn wir was unternehmen, wird es zusammen unternommen oder eben sehr viele Freunde kommen zu uns. Aha. Das ist also ein ganz anderes Zusammenleben. Toll. Aber es machen auch dann auch, also sie sitzen auch in der Kneipe und sowas. Also. Sind nicht nur die Deutschen? Also ich habe schon hinterm Tresen gearbeitet und ich habe dort nie Ausländer gesehen, sondern immer nur Deutsche. Ja, also ich bin auch manchmal in der Kneipe und ich sehe auch mal Ausländer und nicht nur Deutsche. Also eigentlich eher so, dass von meiner Erfahrung her, das ist eigentlich die Erfahrung, dass die ausländischen Männer gerne unter sich sind und gerne alleine losgehen und gerne alleine irgendwo sitzen. Und die Frau, ja, wir beide. Ja, das ist so. Moment. Das ist so, weil die meisten deutschen Männer können die ausländischen Männer akzeptieren sie nicht. Akzeptieren sie einfach nicht. Wieso? Weil sie... Das,
mehr ausländische Männer habe, was die deutschen Männer nicht haben. Oh. Ach, Blödsinn. Also nein. Ja. Was denn? Pass auf. Was denn? Was hast du denn, was ein deutscher Mann... Ich meine, um Gottes Willen, nicht ganz Deutschland ist so. Das steht mal ganz klar fest. Aber ein deutscher Mann, wenn der mit einem Freund nach der Arbeit in die Kneipe geht, ja, da trinkt er nicht ein Bier, nicht zwei, nicht drei, sondern da gibt er sich vielleicht 17 Kotze und also 18 halbe und kommt besoffen heim. Am nächsten Tag hat er, es ist so, ich habe diese Erfahrung gemacht und die deutschen Männer, wenn die nach der Arbeit trinken gehen, sind sie immer besoffen. Ich weiß es nicht, gibt keinen Mann, kennst, es ist so. Also ich kenne die nicht. Bei uns ist es einfach so. Ich meine, ich rede davon, ja, die Erfahrung, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber es ist, bei uns ist es so, wenn ein deutscher Mann mit einem Freund nach der Arbeit in die Wirtschaft geht, gibt er sich der Becher. Es ist so. Die meisten Ausländer trinken Alkohol, ja, nicht übermäßig. Aber sie vertragen nicht das viel. Ist das ist ja auch eine Religionsfrage. Ja, auch, verstehst natürlich, du? Klar. Okay. Und es hat auch damit zu tun, ob ich eine Religion brauche, damit die mir irgendwas vordiktiert. Also meine Freunde und auch meine deutschen Bekannten, die trinken auch nicht alle und hauen sich da irgendwie alles mögliche hinter die Linse. Die können damit auch umgehen und die müssen auch nicht immer nur mit Männern zusammen sein. Sie können sich auch sehr gut mit Frauen zivilisiert unterhalten und da gibt es auch einen Austausch und auch zwischen den Geschlechtern irgendwie. Hat es denn wirklich nur Vorteile oder gibt es auch ein paar kleine Nachteile? Sind sie vielleicht doch kleine Machos, unsere italienischen Freunde? Ich meine, oder ist alles rosarot und toll und Weltklasse und nicht zu übertreffen? Nein, es ist nicht alles rosarot. Es sind zwei erwachsene Menschen. Mhm. Jeder Mensch hat eine eigene Meinung. Mhm. Es kracht auch mal, nur wir beide, also mein Mann und ich, wir haben die Einstellung, es kracht, es wird drüber gesprochen. Mhm. Und wenn wir abends ins Bett gehen, ist dieser Krach erledigt. Ja, wunderbar. Also niemals im Streit einschlafen. Richtig. Gibt es sonst noch irgendeine Rezeptur für dieses lange glückliche Leben? Wie lange seid ihr verheiratet? Im 32. Ehejahr. Ah. Aber sonst so eine Rezeptur kannst du nicht noch irgendwie, weil wir würden ja alle gerne mal 32 Jahre lang glücklich verheiratet also sein. Also wir haben uns nie gegenseitig eingeengt und wir haben uns immer so angenommen, wie wir sind. Mhm. Wir haben uns nie versucht irgendwie, dass der eine den anderen ändern wollte. Was würden deine Eltern, was würden deine Eltern sagen, wenn du eine Italienerin heiraten möchtest? Kein Problem. Kein Problem? Solange ich sie mag, ist das in Ordnung, denke ich. Okay. Wenn du mit einem Sudanesen kommst. Oha, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nicht so. Müssen das meine Eltern so hinnehmen, wie es kommt. Ja. Meinst du, es gibt noch viele Vorurteile? Gibt's schon. Doch. Oder? Ich frage mal hier weiter. Wenn du eine Brasilianerin heiraten würdest. Mein Bruder wäre neidisch. Wie wäre es, wenn du einen Schweden heiraten würdest? Wunderbar. Warum? Weil ich auch Schwedin bin. Ach nein, das trifft sich ja ganz gut. Also das ginge, ja? Das würde gehen. Ja, und wenn du einen, sagen wir, was ist denn weit weg von Schweden, einen... Spanisch. Spanier, hey, sind das deine Präferenzen, ja? Auch wunderbar, weil mein Vater Spanier ist. Ach so. Also die zwei würden gehen. Wunderbar. Und sonst, wie wäre es mit dem Deutschen? Aha. Das wäre schon schwieriger. Ja, problematisch. Aber man könnte es sich überlegen. Okay. Also ich finde, es hat nichts mit der Nationalität zu tun, sondern eher was mit dem Charakter und mit der Einstellung des Menschen. Es gibt schlechte deutsche Männer und es gibt auch schlechte Italiener oder schlechte... In jedem Land gibt es schlechte und gute Leute. Ja, das hat also nichts mit Hautfarbe und nichts mit Religion und nichts mit irgendwas und schon gar nichts mit Reisepass zu tun. Überhaupt nicht. Sondern nur mit Charakter. Okay, wie heißt du, Isabel? Ach, Isabel, okay, alles klar. Schön, dass du da bist. Deine seherischen Fähigkeiten. Herzlich willkommen, Erna Telfnig. Erna, ich glaube, du bist ja diejenige, die einen ganz abenteuerlichen Vergleich zieht. Glaubst du, deutsche Männer sind langweiliger? Nein, auf keinen Fall. Warum? Wieso? Warum sollen sie langweiliger sein? Ein Mann ist ein Mann. Mhm. Ob jetzt ein Ausländer oder ein Deutscher ist, also ist, glaube ich, unwichtig. Es kommt aber auf die Frau drauf an. Aha. Ja. Wie weit mit den? Du bist auch der Meinung? Warum? Warum ist die Scheidungsrate in Deutschland am höchsten auf der ganzen Welt? Hä? Weil? Aber weil die Leute sich gegenseitig nicht akzeptieren. Nee, weil bei uns dürfen die Frauen ja nicht gehen.
Und noch eins möchte ich sagen, also deutsche Männer kann man nicht mit den Hunderassen vergleichen. Den einen gefällt ja Rottweiler, dem anderen der Schäferhund. Also. Ich mag Pudel am liebsten und Rauhaarsackel. Also für jeden ist, also deutscher Schäferhund, nicht weil er deutscher Schäferhund ist, kann ja Pudel sein, kann genauso sein Herrscher oder Frau bewachen oder schützen. Also ich mag gerne Rottweiler Beispiel, aber dafür werde ich nicht sagen, dass jetzt deutsche Männer schlechter sind als... Ich verstehe, als deutsche Pudel. Nein, das kommt nicht mehr hinterher. Ungefähr, ja. Erna, du hast ja einen typisch englischen Namen. Hast du denn schon verschiedene Erfahrungen gemacht mit dem... Woher kommst du, wohin gehst du? Ich komme aus Jugoslawien, aus Slowenien, Dreiländereck, also sehr schön, zwischen Österreich, Italien. Kärnten. Ja. Ich war also auch in Jugoslawien einmal, also sehr jung verheiratet mit Jugoslawen. Da war ich halt jung, aber mein Mann hatte trotzdem gezeigt, wo es lang geht halt. Also die Frau, also er war Zollbeamter und wir hatten sehr viel Gesellschaft. Ich durfte nur immer gut aussehen und wenn er dann 2-3 Tage nicht zu Hause war, war es unwichtig. Ich durfte shoppen gehen und so. Und also zweiter Mann war Österreicher. Wie zweite Mal? Ach, zweite Ehe? Mein zweiter Mann war Österreicher, ja. Der war sehr in Ordnung, muss ich sagen. Die Scheidung ist jetzt heute nicht hier das Thema, also. Ja, und dann kannst ja gerne nochmal wiederkommen. Warum hat es mit meinem österreichischen Mann nicht geklappt? Wir werden dann mal also eine Sendung basteln. Also, passt nicht in diese Sendung. Nein, ganz klar. Auf jeden Fall, ihr seid nicht mehr zusammen, aber er war auch ein guter Mann. Die Österreicher sind ja auch sehr charmant, gegneckte Frau und so. Ja, die haben ja sowas. Eklor. Ja, das ist Eklor. Ja. Ja? Ja, ich kann nur sagen, dass, ich würde lieber fragen da, und zwar Sie. Sie sind jetzt 22 Jahre alt, ne? Also 5 Jahre sind Sie mit Ihrem Freund zusammen. Haben Sie auch eine Tochter? Ja. Und ich stamme also von einer italienischen Familie. Was mich interessieren würde, wieso habt ihr beide noch nicht geheiratet? Es kommt noch, weil es kam alles gerade plötzlich, die Tochter, wir sind zusammengezogen, ja, und irgendwann mal ist... Und dann noch was, die italienischen Frauen, die werden nach einem Jahr ungefähr dick, unförmig oder wie man so sagt. Ja. Ich kenne aber was anderes, zum Beispiel die italienischen Frauen sind sehr temperamentvoll, ne? Und also bei euch beiden, glaube ich, geht es so, sie sind gerne nicht unter Kommando. Und die Dame, ich weiß es nicht, also sie saugen und so, das macht aber jeder deutsche Mann auch, glauben Sie mir. Ja. Ne? Nada. Nada. Das ist griechisch. Ja, das kann ja schon sein. Es ist so, glauben Sie mir. Also das sind genug Männer hier, die das auch bestätigen werden, dass sie ihre Frau zur Hand gehen, also oder Freundin oder so. Früher gab es eine Aktion, die hieß, keine macht den Drogen, jetzt heißt es, keine macht den Abwasch. Ne? Da hat man Spülmaschine. Ja, Erna, jetzt, wo das mit dem Jugoslawen, unserem Freund, dem Zollbeamten und auch dem gnädigen Kärntner aus Südösterreich nicht so richtig geklappt hat, jetzt, wo du in Deutschland lebst, hast du einen deutschen Freund? Nein, aber ich hatte also auch Beziehungen. Zu deutschen Männern? Genau, ja, zu deutschen Männern, genau. Ja, aber jetzt also hast du... eine freie Frau. Kann na toll, natürlich, ja, nein, das ist völlig klar. Und das waren immer gute Erfahrungen, also es ist auch so, dass man sich den Partner immer aussucht. Mhm. Also der zu jemandem passt. Und wenn man da alles abspricht, ne, dann kann ja da auch nichts schief gehen. Kann man sich als Freunde trennen. Völlig klar. Und ich glaube, es kommt immer wieder darauf hinaus, dass es nicht in der Hauptsache an der Herkunft oder an den Eltern liegt, sondern einfach, ob man einen guten Charakter hat. Erna, gleich möchten wir natürlich von dir noch ein paar Tipps hören für multikulturelle Beziehungen. Wenn Sie Lust haben, hier mal mitzureden, dann wäre vielleicht dieses Thema was für Sie. Bis gleich. Demnächst bei Kerner. Mein Mann will mich nicht verstehen. Rufen Sie jetzt an. 01805 343 75. Anfangs ist ja so viel Liebe, so viel Zärtlichkeit. Ausländische Männer haben meistens ja auch sehr viel Zeit, also sind sie nicht so fest arbeitsgebunden und so. Das können auch sehr starke Frauen sein, die das mit Ausländern quasi sich stärken und sagen, ich habe die Nerven dazu, mich durchzusetzen, so den Kampf aufzunehmen. Und anpassen braucht eine deutsche Frau oder irgendeine Frau im Ausländer,
braucht es nicht anzupassen. Dienstag wieder. Kannst du mir sagen, was hier vorgeht? Rollentausch. Mein Mann hat nämlich jetzt ein Bewerbungsgespräch. Im Rotweinrausch. Herr Apel! Aber ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Ich will hier raus! Du findest das wohl alles noch komisch. Viel Spaß mit meiner Frau. Cool sein, top sein. Wohl sein. Nicht ganz leicht im Abgang. Jetzt hält dich auch mit den Faxen. Viel Spaß mit meiner Frau. Dienstagabend um 8. Der große Sat.1-Film. Denn überhaupt darüber reden, ob jetzt ein deutscher Mann besser ist wie ein Italiener oder ein Türke, sind doch alle Männer haben einen Charakter. Jeder ist verschieden. Nee, und nicht alle haben Charakter. Das stimmt nicht. Ja gut. Wir ausländischen Männer haben was, was die deutschen Männer nicht haben. Oh. Ach Blödsinn, also nein. Ja. Was denn? Pass auf. Detlef, willkommen. Das war Schwedisch. Das war fast Schwedisch, sagen meine Gäste aus Göteborg und Stockholm. Erna, muss man sich als Frau einfach eher anpassen, wenn man einen Ausländer liebt? Naja, ich weiß es nicht. Ich werde mich niemanden anpassen. Also mich muss jeder nehmen, so wie ich bin. Mhm. Und akzeptieren. Also, und unterordnen. Ja, wahrscheinlich in vielen Fällen muss man sich unterordnen, wenn man da harmonieren kann. Anfangs ist ja so, so viel Liebe, so viel Zärtlichkeit. Ausländische Männer haben meistens ja auch sehr viel Zeit, also sind sie nicht so fest arbeitsgebunden und so. Und na, ich will niemanden angreifen hier jetzt. Aber es ist so. Dann kommt aber Zeit auch, wo Liebe vorbei ist, da sind Kinder, die will dann irgendwie keiner mehr. Also, nicht also die Deutschen akzeptieren sie nicht als Deutsche und meinetwegen jetzt Jugoslawen oder Italiener dann auch nicht mehr Italiener. Kind ist da in der Mitte irgendwie. Die Beziehung hat gescheitert. Ich finde aber zwei Kategorien wichtig. Stabil also oder nach Mädchen, ja? Das sind einfach das können auch sehr starke Frauen sein, die das mit Ausländern quasi sich stärken und sagen, ich habe die Nerven dazu, mich durchzusetzen, so wie Kerstin, den Kampf aufzunehmen. Also eins muss ich dazu sagen, jetzt bin ich anpassungsfähig. Ich meine, wenn ich jemanden kennenlerne, liebe, dann ist es für mich selbstverständlich, dass wir uns beide akzeptieren, wie wir sind. Ja. Und anpassen braucht eine deutsche Frau oder irgendeine Frau im Ausländer, braucht es nicht anzupassen. Weil wenn man zusammenlebt, dann kennt derjenige die oder derjenige sie, das sie denn. Es ist einfach egal, aber ich finde, es ist nicht okay, dass eine Frau sich irgendwie im Ausland anpassen muss. Was ich dazu sagen, meine Freundin zum Beispiel ist nicht verheiratet. Ich bin Moslem, sie ist katholisch gewesen. Also ist aber doch in Islam übertreten. Moment, weil sie davon überzeugt war. Okay, gut, es ist ihre Entscheidung, ich habe sie nicht dazu gezwungen. Natürlich, das ist ja wir leben schon seit 6 Jahren zusammen, haben eine kleine Tochter von 2 Jahren, darauf bin ich total stolz. Ja. Jeder Vater ist stolz. Und mit Anpassung, die hat sich mir nicht angepasst. Sie hat, ich habe nicht zu ihr gesagt, durch zu, du musst das und das. Nein, ich nicht. Natürlich hat sie sich angepasst. Ja, okay, gut, natürlich, weil sie mich so akzeptiert hat, also, wie ich bin. Moment, stopp, ich bin noch gar nicht fertig. Moment, stopp. Ich lasse euch auch ausreden. Stopp, Nettie, jetzt spricht sie. Also ich will mal sagen, das mit der Anpassung, ja. Wenn Beziehung anfängt, egal zwischen wem, ob deutsch, ausländisch oder was weiß ich, meinetwegen, irgendwelcher Rasse, ja. Man muss sich anpassen. Der eine muss Einschränkungen hinnehmen, ja, genauso wie der andere Partner auch. Ob das jetzt Mann oder Frau, ausländisch oder deutsch oder was weiß ich, es was ist. Es ist immer ein Kompromiss. Es ist immer ein Kompromiss, egal in welcher Beziehung. Und wenn es eine gute Ehe ist, dann ist es ein guter Kompromiss. Genau. Anpassen tue ich mich nur, wenn ich jemand sage, hey, du passt dich jetzt mir an. Aber wenn jemand von sich selber kommt. Nein, wenn jemand von sich selber auskommt und sagt, jetzt habt ihr euch doch wieder lieb. Stopp! Ihr merkt schon, es geht bei uns manchmal ganz schön zur Sache. Wenn Sie Lust haben, hier mal mitzureden, zu welchem Thema auch immer, schreiben Sie mir einfach. Hier ist die Adresse eingeblendet. Legen Sie ein Foto dabei und möglicherweise lernen wir uns schon ganz bald kennen. Jetzt gleich anschließend kommt meine norwegische Ex-Frau Vera am Mittag. Viel Spaß dabei und tschüss.